Es sind manchmal die unscheinbaren Modelle, die doch eigentlich die besseren sind. Wir schauen uns heute mal drei Modelle an. Warum gleich drei? Naja, weil sie alle fast identisch sind. Und gucken mal, warum sie fast eine hundertprozentige Empfehlung sind. Die letzten Wochen, eigentlich seit Dezember, waren geprägt von einem Highlight nach dem anderen. Eigentlich kann es auch schon früher losgehen. Es kam im November dann die ganzen Agritechnica-Modelle. Die Schuitemaker kamen parallel. Die Xerions sowieso. Dann kurz nach der Agri kamen die Xerions von Marder nochmal. Ich weiß gar nicht, was ich alles vergessen habe. Es kam ein Highlight nach dem anderen. Und so ein bisschen unter dem Radar, wobei das übertrieben ist, denn Klaas hat sie schon beworben, kamen drei Arions. Drei Arion 550. Klassisch. In Seed Green Metallic. Mit Frontlader. Der mit Frontlader ist noch am frischesten. Die beiden gab es auch schon zu Agri und später dann nochmal im freien Handel. Nicht mehr viele, muss ich sagen. Also ich habe ja direkt nachdem sie kam, jetzt überlege ich glaube es war sogar Ende Dezember noch, einige bestellt und da habe ich schon nicht so viele bekommen, wie ich wollte. Deswegen werden die vermutlich nicht ewig da sein. Der hier, der nur über den Handel lief und noch nicht auf der Agri verkauft wurde, der wird tendenziell am längsten verfügbar sein. Und warum stelle ich sie vor? Weil sie in der aktuellen Zeit doch ziemlich gut sind. Vor allem aufgrund des Preises. Sie kosten alle zwischen 70 und 80 Euro. Das hängt vom Händler ab. Die UVP ist, glaube ich, irgendeine krumme Zahl immer und zwischen Metallic und dem sind 2 Euro. Also zwischen 70 und 80. Und das zur aktuellen Zeit, wo Viking den John Deere bringt in ähnlicher Größe für 100 Euro und die UVP ja sogar drüber ist. Die Modelle stehen Viking fast in nichts nach. Allerdings in einem ganz, ganz großen Punkt, weswegen ich sie nicht allen empfehlen kann. Und das ist, und wenn ich sage, sie sind von Universal Hobbies, dann werden es die meisten wissen, es ist die Heckhydraulik. Warum auch immer Klaas das durchgewunken hat, kommen alle drei mit der CQ-Heckhydraulik, also mit der vereinfachten. Das ist ultra schade. Das Modell ist super. Es ist detailliert. Die Chromteile vom Auspuff sehen super aus. Der Lack sieht super aus. Der Lack ist exakt die. Also es passt alles. Das Interieur ist schön. Es sind echt gute Modelle. Der Frontlader, wenn wir in dem Fall sprechen, ist auch tipptopp mit Hydraulikschläuchen und und. Und dann machen sie so eine Heckhydraulik hinten dran. Zu Universal Hobbies an sich passt das schon. Gerade in der Preisklasse bei den 70-Euro-Traktoren ist meistens so eine Heckhydraulik dran. Zu Klaas passt es halt nicht. Also Klaas, finde ich, hat abgesehen von den wirklichen Siku-Modellen bei den Sondermodellen schon auf Qualität geachtet. Gerade bei den höherpreisigen Sondermodellen, wo ich jetzt bei Klaas im Fanshop mal über 50 Euro ansetze. Drunter gibt es halt noch die anderen Modellen von Britain Siku und Co. Das ist der einzige Punkt, weswegen ich ihn nicht empfehle. Also nicht uneingeschränkt empfehle. Wem das nicht stört, der hat ein super Modell. Wer irgendwie noch eine alte Hydraulik liegen hat oder ein defektes Modell, der das hier sich umbaut, tipptopp. Also es gibt wirklich wenig zu meckern. Es sind alle super Modelle. Beim Frontlader ist ein bisschen schade, dass es keine
zusätzliche Anbaugeräte gibt und es nicht ganz ohne weiteres zu wechseln ist. Also nicht ganz ohne weiteres heißt, es sind ein paar kleine Schräubchen dran. Es ist kein Quick-Release-System irgendwie mit Fade-Out oder was weiß ich. Trotzdem, wer da noch was anderes hat, der wird sicherlich Wege finden, das da dran zu kriegen. Aber ansonsten, also Universal Robbies macht gute Modelle. Und sie könnten noch bessere Modelle machen. Das ist eigentlich das Ärgerliche hier dran. Es sind noch, wie gesagt, alle verfügbar. Ich weiß nicht, wie lange. Es sind alles schöne Modelle. Ich wiederhole mich. Und sie sind in einer Zeit gekommen, wo alle Augen woanders waren. Auf den großen Xerions, auf den tollen Treatmakern. Und ja, das war vermutlich das Schicksal, warum sie nicht so gut gelaufen sind. Sie sind aber konstant gefragt. Sie sind keine Superburner, aber die Nachfrage ist konstant da. So, weil die Frage auch öfter kam, wo ist der Unterschied zwischen Seed Green Metallic und dem? Dazu tue ich mal den Frontlader raus, der übrigens einen normalen Lack hat, also wie der hier. Der Unterschied ist logischerweise einzig und allein der Lack und das Kennzeichen. Das musste ich jetzt gerade mal checken. Und um mal konkreter zu werden, auf Bildern ist das schwer einzufangen. Das ist wie bei echten Metallic Lack. Aber live ist es schon ein erkennbarer Unterschied. Also das ist das ganz typische Glasgrün und das hier ist halt Metallic. Also es glitzert. Es sieht schon hochwertig aus. Ja, auf Fotos wird man es vermutlich nicht erkennen, auf Videos kommt es aufs selbe. Ich versuche es trotzdem einzufangen. Aber der Unterschied ist da. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, gerade in dem Maßstab, wo wirklich die Kosten für den Unterschied liegen, also zwischen normaler Lackierung und Metallic-Lackierung. Aber ich meine, die 2 € Unterschied, die sind schon okay. Und ansonsten ist es tatsächlich wie im realen Vorbild auch, der Metallic-Lack sieht einfach hochwertiger aus. Und steht ihm ganz gut. Es sind übrigens die Stage 5 Modelle, also die neueste Arion-Generation. Und ja, es sollte ein kurzes Video werden. Es ist ein kurzes Video geworden. Übrigens kam in dem Zusammenhang auch die Presse. Zu der gilt eigentlich dasselbe. Sie ist gut, es gibt wenig auszusetzen. Sie ist sogar sehr gut. Und alle hier gezeigten Modelle sind auf 1000 Stück limitiert zum von Universal Hobbies. Und fast ein wenig schade, dass die Heckhydraulik so ist, wie sie. Guti, ich wünsche euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche bestimmt wieder. Aktuell ist wieder ein bisschen Lust da. Ja, wir hören uns. Ciao.